Das erleben Beamte auch nicht häufig. In Bad Belzig haben Zollfahnder ein gigantisches Drogenlager entdeckt. Ein Landwirt hat dort im Keller seiner Milchviehanlage kiloweise Kokain, Marihuana, Ecstasy und andere Drogen gelagert. Eigentlich waren die Fahnder ja auf der Suche nach illegalen Zigaretten und dann das. In einem Keller auf dem Bauernhof machen die Zollfahnder den spektakulären Fund. Drogen in rauen Mengen. Straßenverkaufswert rund 1,5 Millionen Euro. Als die Kollegen diesen Kellerverschlag öffneten, waren sie sehr erstaunt. Sie fanden ca. 72 Kilo Marihuana verpackt, etwa 15 Kilo Haschisch, ca. 20.000 Ecstasy-Tabletten, mehrere Kilo Amphetamin, 7,5 Kilo Kokain und Zigaretten. Über 100 Kilo verschiedenste Drogen. Das ist ungewöhnlich, sagen die Zollfahnder und vermuten Hintermänner. Gut möglich, dass der Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Bad Belzig nur als Drogenzwischenlager diente. Allerdings wurden bei dem Landwirt auch zwei Waffen und illegale Böller sichergestellt. Wir sichern zurzeit noch Fingerspuren und gucken, ob man da vielleicht noch irgendwelche Verbindungen findet zu bereits bekannten Personen. Und sind eigentlich recht guter Dinge, dass wir da noch was finden. Der tatverdächtige Landwirt, ein 60-jähriger Holländer, sitzt inzwischen in Brandenburg an der Havel in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, so die Zollfahnder, stehen erst am Anfang.